die Hauptproblematik bei narzisstischer Persönlichkeitsstörung ist, dass die Menschen, die eine haben, ja nicht kommen und sich die diagnostizieren lassen. Ist mein Chef oder meine Ex-Partnerin ein Narzisst? Das haben sich doch viele von euch sicher schon mal gefragt. Oder eher gedacht, mein Chef oder meine Ex-Partnerin ist ein Narzisst. Die menschliche Psyche, damit beschäftigen wir uns alle gern, aber wir wollen hier keine Küchenpsychologie machen, sondern haben uns dafür einen Experten eingeladen, jemanden, der sich auskennt, nämlich Dr. Pablo Hagemeyer. Der ist Psychotherapeut und Narzissmus ist sein Spezialgebiet. Und ich habe ihn mal gefragt, wann er diese Diagnose zuletzt gestellt hat. Oh, selten. Ich diagnostiziere tatsächlich selten die Persönlichkeitsstörung, weil sie auch selten ist. Und weil sie tatsächlich, und das ist das größte Problem, stigmatisierend auch ist für die Person selbst. Also wenn das mal in der Krankenversicherung auftaucht, dann ist das, wie bei jeder Persönlichkeitsstörung, eine schwer veränderbare, so ist ja die Definition der Persönlichkeitsstörung, schwer veränderbare Eigenschaft. Was passiert dann? Was bewirkt das bei der Krankenkasse? Naja, es bewirkt bei der Krankenkasse vielleicht zunächst nichts, aber wenn dann noch andere Dinge kumulieren, dann ist es irgendwo mal dokumentiert und Zugriff auf Krankenkassendaten hat man ja offiziell nicht. Aber ich empfehle immer Menschen, die dann vielleicht noch eine Lebensversicherung abschließen wollen oder irgendwie einen Kredit brauchen und wir sind ja in einer Welt, wo vielleicht Daten auch mal durchsickern, dass man das lieber nicht irgendwo diagnostisch irgendwie stehen hat. Also schon eine ernste Angelegenheit. Auch ja. Sie haben gesagt, selten ist die wirklich krankhafte narzisstische Störung. Wie häufig ist sie denn? Naja, also Persönlichkeitsstörung an sich gibt es wahrscheinlich geschätzt unter 10% oder gibt es unterschiedliche Zahlen. Und innerhalb dieser 10% ist die häufigste die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und dann ist ein Bruchteil davon wahrscheinlich die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Also die gehört da dazu? Die ist also zu den Persönlichkeitsstörungen dazu. Und neben anderen. Diese Kategorisierung ist aber aufgegeben worden. Das können wir ja gleich nochmal kurz reflektieren. Aber die Hauptproblematik bei narzisstischer Persönlichkeitsstörung ist, dass die Menschen, die eine haben, ja nicht kommen und sich die diagnostizieren lassen. Weil sie ja davon ausgehen, dass sie so okay sind, wie sie sind. Ja, wie kommen die Patienten eigentlich zu Ihnen? Also sind das dann häufig Angehörige, die jetzt hilfesuchend sich an Sie wenden, sagen, da ruft dann eine Frau an und sagt, mein Ehemann ist einfach ein fürchterlicher Narzisst, können Sie den mal therapieren? 90%. Ich habe den mal bei Ihnen angemeldet? 90% ist so, ja. Und dann kommen die auch? Und dann kommen die manchmal und holen sich eben dieses Feigenblatt ab, reisen dann an mit dem Porsche oder wie auch immer und erzählen einem dann die Geschichte, dass die Ehefrau eigentlich die größere Bitch ist oder Narzisstin ist oder manipulativ ist und schieben und delegieren wieder etwas von dieser Verantwortung, die sie da vielleicht dann doch haben, wieder ab. Und und schreiben dann eine nette E-Mail, war nett bei Ihnen, schönen Tag und lassen ein bisschen Geld da, weil ich denen ja auch ein bisschen Geld abknöpfe dann für die Dienstleistung, wenn man so will, weil ich ja auch keine Therapie in dem Moment dann mache, sondern es ist ja mehr so eine Art Wasserstandsrückmeldung, wie ist der Charakter, das kriegt man ja nicht so schnell. Also das gehört schon auch zu Ihrem Job, dass Sie so Anfangsgespräche machen und da wird dann nichts. Und dann wird nichts aus. Das ist ja schon interessant. Also die narzisstische Persönlichkeitsstörung, krankhaft, ist selten, aber trotzdem analysieren wir uns ja immer alle gegenseitig und haben schon mal so gefühlt um sich herum schon den einen oder anderen, wo man sagt, das ist ein Narzisst, ein richtiger Narzisst. Ja. Wie unterscheide ich denn einen richtigen Narzissten von einem, der jetzt einfach nur selbstbezogen und vielleicht ein bisschen arrogant ist? Das ist eigentlich die Domäne der Psychiater und die Persönlichkeitsstörung innerhalb des Narzissmus, das muss man ja tatsächlich auch so sagen, ist nur diagnostizierbar, wenn es ein anhaltendes Muster ist. Über Jahre, es gibt Kriterien über 2 Jahre oder seit Adoleszenz, also seit der frühen Jugend, muss das Muster bestehen. Und es kann schwierig sein, störend sein, von Wahrnehmungsverzerrungen geprägt sein, Unterkategorien, also bestimmte Charaktereigenschaften haben, die diagnostisch sind. Und nach der neuen ICD-11, die Klassifikation der Persönlichkeitsstörung, ist diese Kategorisierung aufgegeben worden. Also arrogantes Auftreten beispielsweise. Mhm. Oder Mangel an Empathie oder kein Interesse, Empathie zu zeigen. Die sind so ein bisschen rausgeflogen und sind jetzt in eine neue Kategorisierung rein, die sich sehr an den sogenannten Big Five orientiert. Also an dem Temperament, an der Temperamentklassifikation des Menschen. Ob jemand einfach nur arrogant und überheblich ist oder ein echter Narzisst, das ist manchmal gar nicht so leicht zu unterscheiden. Habt ihr in eurem Leben schon mal Erfahrungen gemacht mit narzisstischen Verhaltensmustern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Der Begriff Narzisst, der stammt ja aus der griechischen Mythologie. Narziss, der Sohn eines Flussgottes und einer Nymphe, wächst als ungeliebtes Kind auf und kann auch selber nicht lieben. Passt das eigentlich auch zu narzisstischen Verhaltensweisen?
Das beschreibt es tatsächlich sehr gut. Und deshalb wurde das Motiv ja auch übernommen von den Psychoanalytikern. Und Freud hat es dann auch weiter ausgeweitet. Meine Interpretation von Narzisst, der ja dann absäuft oder sich selbst tötet, das geht so ein bisschen auseinander. Und als Narzisse am Ufer des Wassers wiedergeboren wird, eine fruchtlose, also eine unfruchtbare Blume. Meine Interpretation ist, dass Griechen nicht schwimmen konnten. Das heißt... Das ist sozusagen die historische Variante oder die historische Komponente. Ja, weil sie eben Mangel an Introspektion und an Wahrnehmung der eigenen Inkompetenzen hatten und der Narzisst dann einfach im Wasser ertrinkt. Hätte es besser wissen sollen. Damit sind wir ja schon mittendrin eigentlich den Narzissten oder die Narzisstin. Gibt es hier eigentlich die Narzisstin? Absolut, gibt's die auch? Gendern wir bitte durch. Ja. Zu erkennen. Gibt es da so eine Art Selbsttest? Also ja. Ich meine, es ist ja automatisch jetzt so, wenn wir jetzt 2 Stunden hier über Narzissmus reden, da kann ich ja nur denken, dass ich einer bin. Also wie kann ich das rausfinden? Gibt es da so eine kleine Selbstfragebogen? Es gibt sowas? Also alles in der Psychologie, je moderner wir werden, ist dimensional aufgestellt. Das heißt, wir haben ein Spannungsfeld von wenig bis sehr extrem und dazwischen spannt sich das auf. Und es gibt einen einfachen Test, den Single-Item-Test. Das heißt, wir fragen uns selbst oder den anderen, wie narzisstisch schätzt du dich selber ein? Wie kann ich selber von 1 bis 7? Im Internet? Können wir jetzt machen. Nicht nur im Internet. Machen wir jetzt. Okay, machen wir. 1 bis 7. 7 ist stark narzisstisch und 1 ist low. Jetzt bin ich ein bisschen nervös, aber wir machen es jetzt. Bitte. Also so, wenn man ein Konzept, das war's, ja. Wenn man ein Konzept von Narzisst... Soll mir jetzt da was geben? Nein, ja, selber geben. Ach so, dann gebe ich mir eine 4. Und dem anderen. Okay. Gebe ich mir eine 4. Und mir? Eine 3. Okay, ja. Ja. Hätte ich fast auch so gemacht. Also, warum habe ich jetzt 1 mehr als Sie? Weiß ich nicht. da fängt schon an, der Narzissmus. Aber der Cut-off tatsächlich ist bei 4, dass es wahrscheinlich narzisstische Muster gibt. Ja. Also wenn man das so liest, die übertriebene Bedeutung, diese Grandiosität, Beschäftigung mit Fantasien, dass man so unbegrenzt erfolgreich ist, einflussreich, mächtig und so weiter, so der Glaube, einzigartig zu sein, ich glaube, da finden sich viele drin wieder. Ja, aber es spiegelt auch nur den grandiosen Narzissmus ab, den wir so landläufig als Narzissmus kennen. Ja. Und der dient natürlich, da ist eine Kompensation, wenn man so will. Nicht? Also da ist die Idee, die Hypothese, die Theorie, das wissen wir alles nicht so ganz genau, aber ist es da kompensiert wird, was im Inneren schwach ist oder ja, auch selbstverächtlich auch strukturiert ist. Mhm. Und das wird durch diesen grandiosen Narzissmus so stark kompensiert, dass diese extrovertierten, grandiosen Narzissten gar keine Wahrnehmung oder Gespür, zumindest so die psychoanalytische Lesweise haben. Die verhaltenspsychologische Lesweise ist, dass das gar nicht so ist. Dass wir im Kern solide sind und selbstsicher sind. Und trotzdem grandios. Also da gehen so ein bisschen die Lehrmeinungen auseinander. Also es kann auch was Gutes sein, muss nicht nur eine negative Zuschreibung sein. Aber wenn ich dann lese, Mangel an Empathie, andere ausnutzen, um die eigenen Ziele zu erreichen, Überheblichkeit, Neid auf andere und der Glaube, selbst beneidet zu werden. Ja. Das wiederum finde ich dann nicht so gut. Das ist auch sehr spannend. Also da sprechen wir auch vom sogenannten unbewussten Neid. Das ist vielleicht eine wichtige Sache. Gerade auch der Narzisst, der verdeckt operiert und der unbewusst narzisstisch auch ist, der das gar nicht für sich wahrnimmt, kann sich ja mal prüfen, ob er nicht doch unbewusst neidisch ist auf den Nachbarn oder auf irgendjemanden oder auf die eigenen Kinder beispielsweise und in Konkurrenz mit diesen tritt. Und dann besser wird als die andere Person und damit den anderen völlig überfährt und überrollt. Was haben wir jetzt eigentlich gelernt aus dem Selbsttest? Also ich kann mir ja zuschreiben, was ich will. Ist das jetzt richtig oder nicht? Oder war jetzt sozusagen die Lehre daraus, dass der Psychotherapeut Dr. Pablo Hagemeyer gesagt hat, stimmt, die 4 ist richtig bei dir? Ich hätte das, das kann abweichen. Meistens ist die Fremdbeurteilung etwas schärfer. Also ich hätte jetzt eine 5 nicht gedacht. Also ich würde vielleicht dann auch bei 4 landen. Naja, was lernen wir daraus? Dass wir narzisstische Anteile haben, dass es darum geht, wie scharf ist die Pathologie, wenn es eine ist, ausgeprägt. Und wir lernen auch, dass es einen sogenannten Cut-off gibt. Das heißt, es gibt einen natürlichen, normalen Anteil an Narzissmus, der nicht pathologisch sein muss. Ein klein bisschen Narzissmus, das steckt also irgendwie in uns allen drin. Wie würdet ihr euch selber da einschätzen? Schreibt es gerne rein in die Kommentare. Wir analysieren uns ja alle immer gerne gegenseitig, meist in Abwesenheit der Betroffenen, die analysiert werden. Man nennt es Küchenpsychologie. Nervt Sie das manchmal? Wie stehen Sie dazu? Ja, das ist okay. Das ist das Einstiegsticket. Also wenn man sich überhaupt für das Thema interessiert und die Methode an sich nicht ablehnt, ist das schon mal großartig. Ja. Okay. Wir waren ja schon eigentlich mittendrin. Die haben schon so den grandiosen Narzissten vorhin schon mal kennengelernt. Ja. Gibt es denn da noch andere als den grandiosen? Ja, es gibt 5. Also es gibt diesen psychopathisch-pathologisch-toxischen. Der ist sozusagen auf der einen Seite des Spektrums. Das ist der wirklich Leichen produziert, also auch gefährlich ist und Empathie nicht
so richtig gut einsetzt, sondern eher für bösartige Absichten, bösartig im Sinne einer Moral, ja. Unmoralisch handelt. Und dann haben wir den also etwas mittig liegenden, das ist der sogenannte vulnerable Narzisst, der vielleicht kritikempfindlicher ist als der grandiose. Und dann haben wir noch den kommunalen Narzissten, das ist der Selbstaufopfernde, der sehr gerne auf Galas geht oder auch sich sehr gerne dienlich macht, aber um selber dann zu strahlen oder der beste Zuhörer zu sein. Also serviceorientiert, aber eigentlich aus Eigennutzen. Aus Eigennutzen und ja. Selbstbezogenheit, ja. Ist das der gefährlichste eigentlich? Die gefährlichen sind eher die psychopathischen, aber natürlich kann jeder zusätzlich noch psychopathisch sein, aus seiner Perspektive heraus. Wir sprechen über Narzissmus, über Narzissten. Das ist ein Riesenthema. Und die Wirkung von Narzissten auf andere Menschen, die kann ja sehr vielfältig sein. Und auch die Interaktion. Also da geht es ja auch ganz viel um Empathie. Warum ist das so wichtig? Ja, weil narzisstische Menschen oder die diese Neigung haben, verbiegen ein bisschen die Realität. Und zwar so, dass sie einen selbst unterstützt. Also es sind alles Maßnahmen und Manöver, dass das Selbstwertgefühl des Narzissten selber stabil ist. Und dann können Dinge, die nicht zum narzisstischen Kosmos gehören, werden sogar als nicht real wahrgenommen. So sagte das mal Erich Fromm, ein sehr berühmter Psychoanalytiker. Das heißt, die Empathie für den anderen wird an der Stelle auch eingesetzt oder eben aufgehoben. Und die Narzissten sind gegen des Vorurteils, total empathielos zu sein, können durchaus die Empathie nutzen für ihre eigenen Zwecke. Also auch sich unverstanden zu fühlen, von anderen ungerecht behandelt ja. zu fühlen, gehört auch mit dazu. Ja, und an der richtigen Stelle eben dann zu leiden und zu jammern und zu klagen oder eben an der richtigen Stelle auch dann bösartig gemein zu sein und zu wissen, wie man den anderen bedrohen kann. Ja, das muss man ja auch können und das kann man nur durch Empathie. Welche Wirkung haben Narzissten, ja, vor allem Krankhafte, denn auf andere Menschen, also jetzt zum Beispiel auf die Familie? Kann ja sehr gefährlich sein. Zerstörerisch. Also die verdrehen die Realität so sehr und die Wahrnehmung des anderen so sehr. Das ist unter dem Schlagwort Gaslighting bekannt geworden. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Wahrnehmung des anderen so verdreht und verzerrt wird, dass die Selbstorganisation des anderen, also wie nehme ich Realität wahr, völlig verdreht und dekonstruiert wird. Und dann ist man tatsächlich traumatisiert. Man wird dann auch selbst unsicher. Das ist das Wenigste noch daran. Also man kommt in einen Alarmzustand, in einen Überlebensdrangmodus, also einen durchgehenden hohen Stressmodus, der letztlich nur darum bemüht ist, alle Stücke zusammenzuhalten, die man da auseinandergenommen bekommt. Gaslighting, wusstet ihr, was das ist? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Dann tauscht euch gerne aus in den Kommentaren. Geschieht das eigentlich bewusst? Also handeln Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung bewusst oder unbewusst? Also wenn wir die Störung sagen als Kategorie, dann sind das sehr unbewusste Prozesse. Wenn wir sagen, eine handelt narzisstisch, dann tut er das eher aus einer Not heraus wahrscheinlich. Also die eigenen Bedürfnisse sind in Gefahr und dann fange ich an, meine Dinge zu retten. Und wenn ich nicht unterstützt werde in meinen Dingen, dann werde ich diese Menschen aufgeben. Oder ich werde sie bekämpfen oder erniedrigen und dann nutzen sie mir auch ein bisschen. Nicht? Findet ja viel Übertragung statt, auch von ja. Schamgefühl, Schuld. Die schwer auszuhalten sind. Also innere unangenehme Gefühle werden vom Narzissten delegiert an andere und die spüren das dann. Und dann wird denen dann wieder vorgeworfen, schau mal, wie schwach du bist und wie herabwürdigend. Ja. Das spielt überall eine Rolle, wo viele menschliche Interaktionen stattfinden, zum Beispiel am Arbeitsplatz. Ja. Da schreibt uns eine Hörerin, die ich jetzt mal einfach mal nicht nenne. Ich hatte einen Extremnarzissten zum Chef. Der hat alle dominiert und viele Mitarbeiter, darunter hochintelligente Menschen, hatten Angst und haben sich weggeduckt. Er hat Mitarbeiter so lange bearbeitet, bis sie entweder gegangen sind oder krank wurden. Eigentlich für einen Unternehmer untragbar. Wie begegnet man solchen Menschen? Na, heute gibt es die Total Asshole Costs. Das ist TAC, es hat ein Professor in Amerika und das sind 24 Millionen, Millionen Dollar pro Jahr. Anerkannte Schäden, wirtschaftliche. Anerkannter Begriff auch? Ja, anerkannter Begriff. Total Asshole Cost. Okay. Ja, und wie begegnet man denen? Man muss natürlich denen Paroli bieten, man muss sich aber leider geschlossen diesen Menschen zeigen. Und das kann man auch korrigieren, also da ist auch ein bisschen Hoffnung. Aber tatsächlich spalten Narzissten gerne auch solche Teams, dass sie dann also nicht zusammen agieren, sondern alle Angst haben um ihren eigenen Posten oder Position und natürlich auch Verpflichtungen haben und die sind dann wie gefangen. Also muss dann meistens dann die eine oder andere Person dann doch eher gehen, anstatt genau das Gegenteil, dass eben das Arschloch geht.
Also da ist eigentlich wenig Bewegung auch zu erwarten, auch wenn man sich da stark gegenübersteht. Wir sind in einer Zeit, wo sich das gerade ändert. Also die Assholes, die sozusagen vielleicht jetzt auch gerade zuhören, sind vorgewarnt. Also ich glaube, dass sich viel tut in der Gesellschaft, dass da mehr Bewusstsein ist, dass nämlich tatsächlich auch ganze Abteilungen sich zusammenschließen können. Aber meinen Sie nicht, dass die Selbstsicht gerade bei Chefs da völlig anders ist? Naja, die 70% Anteil Narzissten oder narzisstischer Muster bei Chefs ist ja nachgewiesen. Also Vorstände oder Leitungspersönlichkeiten, Führungskräfte, die haben hohe Anteile. Die Frage ist nur, sind die schädlich? Vielleicht ist das auch eine Anforderung. Es muss so sein, ja. Das ist das Profil, weil die müssen natürlich auch unangenehme Entscheidungen treffen, müssen auch von sich überzeugt sein. Vielleicht auch Konzepten folgen, die nicht viel mit der Realität zu tun haben, um das Ding voranzutreiben. Ja. Aber das ist häufig auf Mangel an Empathie, Kooperation und Mangel Interesse an Mitarbeitern. Für mich war es ein sehr beeindruckendes und auch aufschlussreiches Gespräch. Ich habe viel darüber gelernt, wie man sich selbst einschätzen kann, aber wie man sich auch schützen kann vor narzisstischen Verhaltensmustern bei anderen. Habt ihr solche Erfahrungen schon mal gemacht? Leidet ihr unter eurem narzisstischen Chef oder wart ihr vielleicht selbst auch mal in Therapie? Schreibt's gerne rein bei uns in die Kommentare. Und wenn ihr euch für das Thema Psyche interessiert, dann empfehle ich euch das Video mit Bas Kast. Da geht's unter anderem darum, wie man sich psychisch gesund hält. Einfach den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auch kein Video mehr.